Hey Friends, was geht ab? Ich habe mir heute vorgenommen, wir spielen mal PUBG Mobile. Ich weiß, wir spielen es immer im Stream und so weiter. Und ihr habt da Bock drauf. Und im Stream ist immer was los, wenn wir das Game spielen. Und darum habe ich gedacht, warum nicht einfach ein YouTube-Video dazu machen? Also, wir jumpen direkt ins Game PUBG Mobile. Und ja, let's go. So, Friends, einmal. Ah. Versuch seit 50 Minuten euch ein Gameplay aufzunehmen. Das ist Cooles anzuschauen. Denn PUBG Mobile ist einfach, das merke ich im Moment, ein so langsames Spiel, bis man gelootet hat und Gegner gefunden hat. Wir machen hier jetzt den härtesten Hot Drop, den es gibt, meiner Meinung nach, weil hier ist immer was los. Und ja, wir droppen da jetzt hart rein und gucken, dass wir schnell Loot bekommen und dann die ganze Leute hier zerstören. Dann habt ihr hoffentlich 8 Kills oder was. Und es ist nicht langweilig, weil ich habe auf jeden Fall Bock, mal ein PUBG Mobile Video hochzuladen. Weiß nur nicht, ob mir das hier gelingt. Also hier, wir haben 2 Kills ohne Weste. Also muss ganz ehrlich sagen, ohne Weste, ohne Helm, ganz schwierige Geschichte. Er hatte auf jeden Fall irgendwas. Boah. Auf jeden Fall leben noch welche. Oh, hier ist Crossmesser. Ja. Andere gefährlich. Oh, das ist ein ganz, ganzes Stück. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon das bessere Gameplay. Nicht die geilsten Kills, muss man ehrlich sagen. Geil, beste. Ja. Hi. Wir sehen auf jeden Fall welche. Ja, wenn ihr mal Bock habt mitzuspielen, war auf jeden Fall mein Livestream vorbei. Letzte Zeit spielen wir häufiger wieder PUBG Mobile. So ein bisschen Back to the Roots. Seit Fortnite dieses neue Chapter hat, ist doch gar nichts los. Also, da ist gar nichts. Bestimmt nicht, aber weniger. Also, ich muss jetzt einfach meine Lieblingswaffe nehmen. Kann sein, ich bereue es gleich. Weil, wenig Schuss und nicht die passenden Aufsätze.
Haben die Barrel, sagen wir mal, jetzt die M24 noch dazu? Naja, ja, natürlich die ABM, ja klar. Und dann wäre das hier auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Kombi. Für die Barrel hätte ich immer gerne noch den Kompensator, also die ist sehr, sehr ungenau. Wir müssen dann aber, ich denke, demnächst los wie in der Zone. Aber ein Bruder muss hier noch sein, ein Bruder muss hier noch sein. Und dachte kurz, der Helm ist der Bruder. Aber nicht. Wird auch immer ein 4 gespielt, finde ich nach wie vor geil. Aber irgendwie, wenn ich die, wenn ich entscheiden kann, nehme ich immer die Barrel. Ah, jetzt haben wir einen Sherry auf der Barrel. Keine Ahnung, ob das gut ist, hatte ich noch nicht. Aber wo ist der andere? Der Bruder muss doch hier noch sein. Oh, hier wird noch eine Barrel. Aber egal. Auf dass er uns in den Rücken schießt. Ah, gefällt mir jetzt gar nicht. Da muss er hin. Wisst ihr? Wo soll er hin? Er kann ja nur in diese Richtung gehen. Also das Loot hier ist einfach anders. Hatten die vielleicht Munition, die passt? Ja? Ja, aber nicht. Oh, dann würde ich da vorne einfach so ein Fahrzeug nehmen. Da waren wir ganz am Anfang. Vielleicht versteckt er sich genauso wie wir. Also, der ist auf jeden Fall nicht auffindbar, wie ihr seht. Wenn mich nicht täuscht, ist die Zone jetzt schon sehr aggressiv an uns. Wir haben auf jeden Fall Schmerzmittel drin und ein Auto. Tank ist voll. Ah, beziehungsweise halb voll. Passt schon, passt schon. Noch macht die Zone ja nicht krass der Match, also noch ist alles cool. Da vorne ist rote Zone, ich würde sagen, wir fahren direkt in die rote Zone. Wenn ihr wisst, ich will euch nur cooles Gameplay hochladen. Ich habe meine Fortnite Hype Night hochgeladen, meine erste Hype Night war das ungefähr. Und das war eine Tilt Night, das habe ich nur hochgeladen, weil es sehr witzig war und nicht, weil es krasses Gameplay war. Hoffe, ihr enjoyt dieses Gameplay. Jo, wir cruisen einfach auf entspannt durch Bushinki. Ja. Ich würde sagen, wir parken hier unser Auto. Aha, da ist das Schleifer. Hier ist das Auto, glaube ich, von ihm. Ich hatte nicht standardmäßig davor. Ich übe das Auto auf. Nein, 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 ich wollte einfach nur diese Tür. Gucken wir mal. Ha? Den haben wir gemisst. Machen wir mal das Fach da drauf. Ich würde sagen, sei es drum, wir fahren weiter in die Zone. Also in die nächste Zone. Die Schüsse waren ein bisschen random. Beim ersten habe ich tatsächlich gedacht, wir können da hinten. War aber nicht so. Da vorne ist ein Leer. Ja, gern. Soll ich Pistole? Mal schauen, wie weit die tatsächlich ist. Er hat auf jeden Fall das mit euch wohl geschafft. Ich habe mit dem ein oder anderen mal meinen Struggle. Heißt, dass ich auf jeden Fall direkt hier 10, 15 Schaden bekomme. Den schaue ich jetzt nicht so. Ah, mit was würde ich mich heilen? Damit. Sehr gut. Grundsätzlich würde ich sagen, meine Munition ist nicht optimal, aber ich denke trotzdem, dass ihr davon aus sein könnt. Oh, ich dachte, da läuft einer. Schade, Schokolade. Ja, Schmerzmittel, also für Heilung ist ja ganz gut. Ah, 30er Munitionsmäckchen. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Da vorne fährt einer. Aber ich habe jetzt keine Lust, in der roten Zone rumzufahren. Schauen wir mal, wohin die Zone geht. Das Ding ist, wir sind eigentlich auch entspannt am Rand. Das heißt, so die Leute von der Schule, die hat den so, oder die von Boschinki, so wie ich. Weil es liegen noch 17. Das Ding ist so, ich könnte mir vorstellen, dass es so verschiedene Routen gibt. Oh oh, schnell, schnell ins Haus. Gibt's 100%, gibt's ein Leben, gell? Die ich besten da und dahin verschiebe. Ich denke aber nicht, dass die Player hier sich daran halten. Immer eher wie ich, bisschen Freestyle, bisschen Spaß am Game. Okay. Scheiß drum. Aha. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich bin so zusammengezuckt.
Da haben wir ein bisschen gesehen an der Seite, ihr seht's. Und es hat gereicht, meine Freunde, es hat gereicht. Sehr, sehr gut. Aber einmal kurz schauen, was er für eine Waffe hatte. War das eine Tommy? Ah, das war die Bison. Also, ich glaube, er hat mit der Bison auf unser Auto geschossen. Aber wo hat er da vorhin geschossen? Das ist die Frage der Fragen. Also, wir haben auf jeden Fall Zone bekommen. Schmeckt. Dann würde ich sagen, wir chillen hier einfach mal kurz. Ob wir irgendwie Gegner angelockt haben. Ah, ist Airdrop, oder? Mal schauen, wo der hingeht. Noch nirgendwo. Okay. Also, ich denke, hier werden alle auftauchen. Ich habe eine Dreierweste und einen Zweierhelm ab. Da vorne ist die nächste Zone. Blue Drop kommt immer so am Rand der letzten, beziehungsweise der nächsten Zone. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Safe sind in dem Haus welche. Einer zumindest. Boah, wenn man halt im Spielbereich stirbt, ist halt schon bitter. Ich bin kein Fan von der MK14, habe aber gehört, dass sie richtig gut sein soll. Bleibe aber trotzdem bei meiner Karg. Die haben mir gerade eben schön third-partied. Müssen wir ehrlich sein. Und wir müssen ja schauen, was. Boah, da vorne kommt ein Auto runter. Heißt, da vorne müsste noch ein Bruder sein. Was meinst du? Oh, da vorne.
Niemals! Ach komm! Ja, eine Grotta AWM und das Ding. Okay. Egal, nevermind. War ein paar coole Kills für euch. So, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit meinem Gameplay hier. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt im Endeffekt doch noch ein Gameplay hinbekommen, wo ein oder andere Kill zu sehen war. Am Ende wurden wir hart rasiert. Ich war viel zu offen. Dachte aber, boah, easy snack ich den weg. Aber er steigt hinter seinem Auto aus und holt mich easy weg. Ich hab's gesehen. Der ist sehr unlucky und sehr blöd im Nachhinein von mir. Ich habe mich auf einen schlechteren Spieler eingestellt, muss man ehrlich sagen. Egal, egal. Ich hoffe, ihr habt das Gameplay enjoyed. Über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar würde ich mich freuen. Falls ihr Bock habt, mit mir im Livestream mitzuspielen, dann schaut auf jeden Fall öfter in meinem Livestream vorbei. Oder auf Instagram, da wisst ihr, wann der Livestream dann live ist. Unten in den Kommentaren sind alle meine Social Media verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr mich dort auch supportet. Küsse an euch. Und ich wünsche euch was. Peace out. Into the light.